Heute thematisieren wir eine lokale Geschichte aus Niedersachsen. Vor knapp 20 Jahren verschwand eine Umweltaktivistin auf mysteriöse Weise. Sie setzte sich für die Rettung des Moores ein. Der Fall wurde nie gelöst und das Geheimnis der Umweltaktivistin schlummert bis heute noch tief im Moor. Ich weiß noch gar nicht, was ich im Podcast letztens gehört habe. Anscheinend ist eine Umweltaktivistin mysteriöserweise verschwunden und ist ja immer noch nicht aufgetaucht. Wow, dazu würde ich aber gerne mehr erfahren. Ich auch. Wollen wir uns heute Mittag bei mir zu Hause treffen, um dazu recherchieren? Ich kann leider nicht. Ich muss den Keller meiner Familie aufräumen. Ja, klar. Ja, wir haben das Thema Moor schon letzte Woche thematisiert und das hat sehr unser Interesse geweckt. Und deswegen wollten wir fragen, weil wir auch in der Nähe ein Moor haben, ob wir da vielleicht mal eine Exkursion hinmachen wollen. Ja, klasse. Gute Idee. Dankeschön, Frau Schneider. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ich freue mich schon richtig auf die Moor-Exkursion. Ja, mega. Wusstet ihr eigentlich, dass wenn das Moor trockengelegt wird, es CO2 ausstößt? Ja, da hast du recht. Aber nur, wenn das Moor trockengelegt wird oder abgebaut wird. Sonst, wenn es feucht bleibt, dann kann es sogar mehr CO2 speichern als der ganze Regenwald. Echt? Wahnsinn, das wusste ich gar nicht. Jetzt freue ich mich noch mehr auf die Exkursion. So, jetzt sind wir hier im Moor angekommen. Ihr könnt jetzt erstmal alle ausschwärmen. Viel Spaß. Danke. Danke. Wartet mal, ist das hier nicht der Ort aus der Zeitung? Oh, guckt mal, da liegt was. Da steht ja ein Name drauf. Oh, der Stick funktioniert. Echt? Wartet mal, ist das nicht das, wo wir gestern waren? Stimmt. Das Porn recherchiert und anscheinend als Naturschutzgebiet. Die dürfen da gar kein Torf abbauen, das ist illegal. Hier steht auch, dass der Torfabbau die Lebensräume vieler Pflanzen und Tiere zerstört und das schreckliche Folgen auf den Klimawandel hat. Meint ihr nicht auch, dass diese komische Firma irgendwas mit dem Verschwinden der Umweltaktivisten zu tun hat? Ja, ich glaube auch, dass die einfach nur die Aktivistin loswerden wollten. Aber recht hat sie schon. Zumindest ist die Firma schuld, dass über 95% der Moore in Niedersachsen zerstört wurden. Ja, aber wir können halt gar nichts beweisen. Wir nicht, aber vielleicht ja jemand anderes. Kannst du mal rangehen? Klar. Hallo? Oh, okay. Und, wer war's? Es war die Polizei. Wir haben die Person gefunden, die die Umweltaktivisten umgebracht hat. Wer hat sie denn umgebracht? Es war tatsächlich die Torfirma. Sie haben anscheinend irgendjemanden beauftragt, die Umweltaktivisten umzubringen. Das ist doch krass, oh mein Gott. Wären wir nicht auf diesen Fall aufmerksam geworden, hätten sie ihn niemals gelöst. Das sieht die Polizei auch so. Deshalb bekommen wir einen Scheck. Das ist doch super. Den kann man ja perfekt für das Moor verwenden. Ja, stimmt. Für das Moor und gegen Torf.